So, gucken wir doch kurz mal ins Logbuch rein. Übrigens habe ich mittlerweile einen neuen Aufnahmetag für mich, deswegen höre ich mich jetzt wahrscheinlich ganz anders an als gerade eben. Und mich hat mittlerweile der Schnupfen gepackt, also nimm es mir bitte nicht krumm, wenn ich gerade die ganze Zeit durch die Nase rede oder durch den Mund hauptsächlich. NES Depot Sigma, begeben Sie sich in das Gorgon-System. Begeben Sie sich in das Gorgon-System im Argos Roh Cluster und finden Sie das Depot Sigma 23. Warum? Aber erstmal wollte ich jetzt sowieso Garrus machen, Dr. Zellion finden. Garrus hat Ihnen die Koordinaten von Dr. Zellions letzten Aufenthaltsort gegeben. Begeben Sie sich in das Herrschel-System im Kepler-Randsektor. Muss ich direkt mal aufschreiben. Also das werde ich sowieso gleich machen, aber ich will kurz das, bevor ich das vergesse. Ins Gorgon-System. Ja, da habe ich ja nicht gefunden, dummerweise. Begeben Sie sich ins Gorgon-System. Ja, begeben Sie sich ins Gorgon-System im Argos Roh Cluster und finden Sie dieses Depot Sigma 23. Habe ich da nicht so wirklich gefunden. Aber egal. Egal. Ich muss mich auf jeden Fall ins Herrschel-System jetzt begeben. Nein. So bitte. Herrschel-System im Kepler-Randsektor. Okay. Dann einmal hier ran, bitte. Ja, rauszoomen. Rauszoomen. Argos Roh, wir waren da schon. Fast da. Hydra. Gorgon, ach, mach ich trotzdem später. Herrschel im Kepler-Randsektor. Warte mal, Randsektor wird vielleicht wahrscheinlich irgendwo am Rand sein. Könnte ich auch sein, dass ich völlig Schmarrn mir gerade erzähle. Hawken Eta, Styx Eta, Kepler-Randsektor. Ja, ich möchte gerne hin. Entschuldigung. Das Herrschel-System. Das wäre fein. Habe ich Kepler-Randsektor schon ausgeschlossen? Kepler-Randsektor habe ich eigentlich schon erkundet. Aber ich habe den Herrn Doktor nicht gefunden, scheinbar. Na gut, da gucken wir uns das Ganze nochmal an. Gleich mal Tungel, wenn wir schon mal hier sind. Was für ein herrlicher Name. So könnte ich auch mal einen Charakter in irgendein Rollenspiel nennen. Tungel. Klobaka. Nein, ich mache jetzt keinen Witz mit Chewbacca. Mathol oder Metal. Nix. Nicht bewohnbar. Das heißt, es muss noch irgendwas... Ah, okay. Ich habe schon eine Ahnung, wo er sein könnte. Die MSV Fidel, aber erstmal gucke ich kurz den Klugon an. Ist nichts da. Und jetzt das Schiffchen offensichtlich. Oder ist es ein Posten? Nee, ist ein Schiff. Die Fidel ist ein menschliches Modullastschiff der Kowloon-Klasse. Neben dem Standardfrachtraum verfügt das Schiff auch über einige biologische Forschungsmodule. Registrierung und Privatbesitz Dr. Erhard. Ja, das passt doch ganz wunderbar. Ich würde sehr gerne an Bord gehen und werde natürlich dann zu allen erstmal Garrus mitnehmen. Und Liara, die ich immer so oft Terry nenne. Squad annehmen, Squad annehmen. Annehmen. So, und hier bin ich auch schon. Der erste Feind sehe ich da schon, der wartet schon auf uns. Ich drücke erstmal die F5. Speichere somit. Zwei rote Dreiecke. Links ist nichts. Wir können auch nur nach rechts, okay. Vier rote Dreiecke. Na, ich bin gespannt, wie stark die sind. Jede Menge rote Dreiecke. Sechs mittlerweile. Okay. Oh, oh. Ein Testsubjekt. Wie uncool. Nein, hör. Geh aus Deckung raus. Dankeschön. Und ihr kommt schon auf mich zugerannt. Verdammter Mist. Hau ab. Alter, ihr haltet ja elendig viel aus. Ich muss hier unbedingt weg. Garrus ist schon wieder... Natürlich ist Garrus tot. Was für eine Frage. So, dich erstmal weg. Liara ist mittlerweile auch tot. Das heißt, es dauert nicht mehr so unglaublich lange, bis ich tot bin. Aber eigentlich lasse ich mich einfach nur nicht fangen. Das reicht dann schon. Ist ja auch nur noch der eine. So, das war's. Könnt ihr wieder aufstehen, Freunde? Ja, ihr könnt wieder aufstehen. Das heißt, ihr könnt auch gleich mal ein Medipack kriegen von mir. Es wäre nicht schlecht, wenn sich meine Squad nicht ganz sehr stationär verhalten würde, sondern ab und zu auch mal vielleicht so ein bisschen die Hit-and-Run-Technik wählen würde, so wie ich in etwa. Also, dass ich mir sozusagen, wenn ich zurücklaufe, dann noch weiterschieße, sie stehen einfach da und warten, bis jemand direkt auf sie rankommt und sie halt umbringt. Was zum Beispiel Falle jetzt von gerade eben sind Testsubjekten, aber auch zum Beispiel von Krogana nicht besonders clever ist. Die rennen ja einfach so um. So, wieder ein paar Türen. Links, rechts, geh erstmal rechts. Danke. Danke, dass Sie mich vor diesen Dingern gerettet haben. Natürlich. Commander, das ist er. Das ist Dr. Zellion. Was? Mein Name ist Hart. Dr. Hart. Bitte, holen Sie mich hier raus. Garrus? Sind Sie sicher, dass er es ist? Positiv.
Dieses Mal gibt es kein Entkommen, Doktor. Ich würde mir ja erst Ihre Organe nehmen, aber wir haben leider keine Zeit dafür. Sie sind verrückt. Er ist verrückt. Bitte lassen Sie nicht zu, dass er mir das antut. Was denn? Zurück mit Ihnen, Garrus. Zeit zu sterben, Doktor. Machen Sie ihn fertig. Oh. Der gehört mir, Garrus. Sie sind doch alle verrückt. Nein, er gehört nicht mir. Garrus, kannst du eigentlich schon selbst machen, wenn du willst. Ja, was genau. Was war das gerade, Shepard? Eine Lektion. Was denken Sie? Ja, was denke ich denn? Sie dürfen niemals zögern, wenn Sie den Feind sehen, Garrus. Verstehe. Tja, ich schätze, wir sind hier fertig. Zellians Medizinausrüstung ist befleckt mit dem Blut vieler verschiedener Lebewesen. Hellblau, violett, orange und eine ganze Reihe dunkelroter Flecken. Aber sein Schaffen ist jetzt vorüber. Es wird Zeit, zur Normandy zurückzukehren. Ja, produziere ich die Waffe? Muss ich nicht sein. User Kit würde ich ganz gerne mal nehmen. Nehme ich erstmal alles mit. Bioverstärkung muss ich sowieso mal den ganzen Leuten langsam mal geben. Eine leichte Chiffrierung für eine medizinische Station. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Medigel oder irgendwelche anderen lustigen Tant. Chameleon 8 als Universalwerkzeug und eine leichte Turianer-Rüstung. Und wieder ein Stufenaufstieg. Wunderbar. Und drei Medigen. Wie schön. Ein sicherer Spind mit einer mittelschweren Dechiffrierung. Mal sehen. Ja, da kommen wir doch ganz entspannt durch. Nee, kommen wir nicht. Aber jetzt. Genau. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Die Crossfire 8 als Gewehr. Die den Scimitar 9 als Schrotflinte. Und eine Pistole namens Striker 8. Schutzabwehr für Fürsorge Elanus. Was? Ja. Und ich würde ganz gerne noch den zweiten gehärteten Spind nehmen, wenn du auch mal etwas gerade auslaufen würdest, wenn ich schon. Alter Schwede, ist der gut bewacht. So, ach du großer Gott, hätte ich es fast geschafft, meine Güte. Geh doch mal da durch, über Brücken, gescheitert, egal, ich versuch's mal mit Universalgel. Hab nur noch 911, wir haben ja die Thunder 8 als Sturmgewehr, eine Schrofende Katana 8, ich glaube, die haben wir mittlerweile. Kann schon mal auf Universalgel reduziert werden. Und die Kessler 9. Okay. Ja, noch eine Schrotflinte Firestorm 8. Warum denn nicht? Haben wir denn eine neue schöne Pistole bekommen jetzt gerade für uns? Kessler 9 ist natürlich keine schöne Pistole, kann sie direkt weg. Die Striker 8 kann auch direkt weg. Und die Striker 8 kann auch direkt weg. Garrus hat aber ganz gerne mal ab und zu ein neues Sturmgewehr. Und die Thunder 8 ist es mit Sicherheit nicht. Kann also schon mal direkt zur Übersage verarbeitet werden. Ebenso die Crossfire, obwohl die auch gar nicht mal schlecht ist. Und die Banshee ist mal richtiger Murks, aber euer Bioverstärker habe ich mal gegeben. Hast du einen neuen Bioverstärker? Ja, du könntest. Weißt du was? Du kriegst ein bisschen Tech-Abkühlungsbonus. Während Liara mal die Logic Aris 7 bekommt. Ja, genau. Das ist nämlich wesentlich besser. Den Blue War 1, die beiden, die kann man nämlich mal richtig schön wegpacken. Und Garrus hat doch gerade eine neue Rüstung gefunden. Ist die besser als deine? Wahrscheinlich nicht. Nein, nicht mal ansatzweise. Kann also auch direkt zur Universalgel verarbeitet werden. Wunderbar. Haben wir noch was für dich, Liara, als Rüstung? Ja, eine leichte Skorpionrüstung für Menschen. Okay, die kannst du anziehen. Ist interessant. Und die ist sogar besser als die, die du gerade anhast. Weil die du gerade anhast, ist die letzte Rüstung, ehrlich gesagt. Wunderbar, ja. Übertrag's ruhig. Du hast hier... Oh, schickes Outfit. Betont die Hüften. Hm. Schildmodulator 5. Haben wir da schon was Besseres gefunden? Oh, wir haben ja das meiste verkauft. Also eher nicht. Dann kurz zurück und noch was Zweites rein. Kampfexoskelett 8. Mehr Verteidigung gegen Schmetterschaden, gegen Härtung und Physik. Oder Härtung, mehr Physik. Und Energieplatten. Oh, plus 50% Schadensschutz. Auf jeden Fall nimmst du das. Das stirbst du nicht ganz so oft. Ja, da ging die Mission jetzt offensichtlich schneller vorbei, als ich dachte. Den ganzen Kran habe ich auch noch mit. Aber da drüben war, glaube ich, noch eine Tür. Also gerade rechts hier irgendwie. Vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes. Vielleicht können wir noch jemanden befreien oder sowas. Ah, das ist die Brücke. Ah, okay. Ja gut, dann war die Mission kürzer, als ich dachte. Hoppala. Ja, ja. Es war schön, wie die Tür auf und zu geht. Sieht auch ganz nett aus, aber ich muss mir das jetzt auch nicht stundenlang angucken. Eine Fusionssicherheitszelle. Ja, die muss ich jetzt nicht in die Luft sprengen. Muss nicht alles kaputt machen hier. Und streng kommen aber alle getötet. So, links, rechts. Offenbar links. Und dann dürften wir auch schon wieder in der Luftschleuse sein. Und, ja. Wir geben uns nach draußen. Ja, verlassen. Reicht ja jetzt auch. Gut. Jetzt, wo wir das wissen, würde ich ganz kurz... Nee, wisst ihr was? Ich lasse diesen Argos-Rohsektor jetzt einfach mal aus. Völlig egal. Ich zoome mal ganz kurz raus.
weil ich hier gerade fälschlicherweise reingedrückt habe. Guck mir doch mal mein Journal an. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Ja, wunderbar. Aufträge. Das Depot, das lassen wir einfach mal sein. Depot ist jetzt egal. Nach Eidos reichen. Ja, genau. Das soll er langsam mal tun. Und ich habe mir überlegt, mache ich das erst am nächsten Tag vom Mass Effect Wochenende? Nein, mache ich nicht. Künstliche Cliffhanger müssen nicht unbedingt sein. Das heißt, wir reisen jetzt nach Eidos. Und gucken uns mal um, was es dort zu holen gibt. Eidos. Da ist Eidos. Wo wir folgendes System haben. Eidos. Wunderbar. Da bin ich mal gespannt, was es dort noch wartet. Das Mu-Portal. Refuge. Hier haben wir Eidos, das einzige benannte Planeten. Ich gucke mir trotzdem den Rest erstmal an. Agitoton. Agitoton ist eine Dampfkesselatmosphäre, die aus Kohlenstoffdioxid und Ethan besteht. Die heiße Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Schwefel mit Vorkommen an Gold. Die Oberflächenschwerkraft beträgt 1,0 g. Oh, was für ein Zufall. Es existieren zahlreiche Gebiete mit Trümmern, die sich aus den Fragteilen einer abgestürzten proteanischen Schwebekolonie zusammensetzen könnten. Auf Kalkulationsgrundlage dieser Trümmermenge erscheint eine frühere Bevölkerung von 100.000 Bewohnern als wahrscheinlich. Also 100.000 Proteaner wohnten hier mal, möglicherweise. Interessant. Zafe oder Safe. Zafe ist ein relativ kleiner Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. In seinem Äquatorialorbit finden sich einige dünne Gürtel aus Trümmerstückchen. Eine Spektralanalyse des Materials legt einen künstlichen Ursprung nahe. Aha, vielleicht handelt es sich um die Überreste von Stationen, die auf Zafe ein Helium-3 abgebaut haben. 1 Helium-3 abgebaut haben. Okay, es war also offensichtlich reich bevölkert. Und es gibt nur einen einzigen relevanten Planeten momentan noch. Es ist Eidos für uns. So, Eidos sieht schick aus, das Bild. Im sogenannten goldenen Zeitalter der Proteaner war Eidos eine grüne Welt mit Städten voller architektonischer Meisterwerke. Dass dies heute nicht mehr der Fall ist, sieht man auf den ersten Blick. Eidos wurde aus unbekannter Ursache so zerstört, dass die Planetenoberfläche die Farbe von Rost angenommen hat. Die Atmosphäre weist erhöhte Levels von Sauerstoff auf. Auf der dunklen Planetenseite wüten durch Blitze entfachte Oberflächenfeuer. Das bedeutet, dass die meisten, wenn nicht alle, atmenden Lebewesen ausgestorben sind. Die Oberflächenschwerkraft beträgt 1,17 g. Es ist mit 38 Grad auch relativ warm. Ich würde sagen, wir landen direkt mal und müssen wahrscheinlich jetzt überlegen, wen wir mitnehmen. Nein, müssen wir nicht. Wir kriegen einfach eine Sequenz. Und ich bin mal still. Shepard? Kann ich mit Ihnen reden? Es sei denn, ich muss kurz mit Liara reden. Natürlich. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich habe gerade an Sie gedacht. Ich habe auch an Sie gedacht. Und an das, was uns bevorsteht. Ich weiß nicht, was auf Eidos geschehen wird. Ich hoffe natürlich, dass wir Saren aufhalten. Aber ein Teil von mir fürchtet, dass es dafür zu spät sein könnte. Es gibt da etwas, das ich Ihnen sagen muss, falls wir scheitern sollten. Sagen Sie sowas nicht. Was ist? Es wird gelingen. Ja, was ist? Es klingt so ein bisschen, Es wird gelingen. Ach komm. Wir werden nicht scheitern. Ich verspreche es. Ja, also ein bisschen hochgegriffen, das Versprechen. Ich will keinen Trost. Saren könnte die Röhre bereits haben. Es wird Zeit, dass wir völlig ehrlich zueinander sind. Dies könnten unsere letzten Augenblicke miteinander sein. Unsere letzte Chance, einander zu zeigen, was wir empfinden. Ja. Ich möchte, dass es etwas Besonderes ist. Ich dachte, Sie wollten warten. Das möchte ich auch. Jetzt. Das möchte ich auch. Komm. Uns steht ein Kampf bevor, nein, bei dem wir die gesamte Galaxis retten wollen. Und du willst das jetzt tun? Ich dachte, mein Volk wäre das, das man vorsichtig nennt, Shepard. Ich möchte es, Shepard. Und wir haben später vielleicht keine Chance mehr dazu. Okay, ich hätte jetzt ganz kurz, ich hätte fast jetzt nicht gedrückt, einfach so, weil mein Finger gerade von der linken Maustaste liegt. Weil einfach aus diesem Grund nehme ich meine Hand einfach mal von der Maus weg, um jetzt keine unnötigen falschen Dinge zu machen. Moment, ganz kurz, ich muss mal durchlesen. Ich dachte, mein Volk wäre das, das man vorsichtig nennt, Shepard. Ich möchte es, Shepard. Und wir haben vielleicht keine Chance mehr dazu. Das möchte ich. Ja, jetzt nicht. Das möchte ich. Positiv ohne Ende. Komm. Sag mir einfach, was ich tun soll. Ja? Jawoll, ja! Schön! Oh, zu laut, Entschuldigung. Für mich ist das Spiel jetzt gerade gewonnen, ganz ehrlich. Halleluja. Alter Schwede. Ah.
Ja. Bei der Göttin. Das war unglaublich, Shepard. Ja, danke schön. Du aber auch. Herrlich. Ja, tun wir es gleich nochmal. Das ist auch schön. Es ist einfach, jeder Spruch ist einfach lustig. Komm, du aber auch. Du warst unglaublich. Wir erreichen in 5 Minuten das Mu-Portal. Ich gehe jetzt besser. Die Pflicht ruft. Wir sollten Joker nicht warten lassen. Shepard, was immer auf Ilos passiert, ich möchte vorher noch eines sagen. Danke für alles. Das war schön. Oh, aus der Perspektive auch nicht schlecht. Commander, wir haben Besuch. Haben Ihre Sensoren uns schon erfasst? Die Tarnsysteme sind aktiv. Solange Sie uns nicht sehen können, wissen Sie nicht, dass wir hier sind. Ich habe ein paar seltsame Aufzeichnungen von der Planetenoberfläche. Bringen Sie uns runter, Joker. Folgen Sie den Koordinaten. Das geht nicht, Commander. Die nächste Landezone ist 2 Klicks entfernt. Okay. Zu Fuß werden wir es nicht rechtzeitig schaffen. Bringen Sie uns näher ran. Näher geht es nicht. Es gibt keine Möglichkeit. Mit dem Marco absetzen. Für eine solche Landung brauchen wir mindestens 100 Meter freie Fläche. In Sarens Nähe gibt es nur 20 Meter. Muss reichen. 20 Meter? Das reicht nicht für eine saubere Landung. Wir müssen es versuchen. Wir müssen eine andere Landezone finden. Es gibt keine andere Landezone. Der Landewinkel ist zu steil. Das ist unsere einzige Chance. Das ist keine Chance. Das ist Selbstmord. Wir können nicht. Das kriege ich hin. Joker? Das kriege ich hin. Okay. Etwas Beeilung und runter zum Marco. Joker, setzen Sie uns direkt vor seine Füße ab. Okay, wen nehme ich da mit? Ja, wen will ich auf jeden Fall dabei haben? Das ist natürlich zum einen Liara auf... Warte. Setze ich jetzt Liara der Gefahr aus? Nein, ich will Liara auf jeden Fall dabei haben. Ich nehme meinen Powerteamer mit. Ich nehme Liara und Garrus. Ich will am liebsten noch mit Rex mitnehmen, aber... Ich glaube, die beiden sind in Ordnung so. Nee, komm, ich nehme Liara und Rex mit tatsächlich, weil Rex hat auch eine persönliche Rechnung mit den Zeren zu begleichen. Und Liara ist Liara. Ich nehme sie auf jeden Fall mit. Nach der Nacht, ich bitte euch. So, mal sehen. Jede Menge Kropfzeug und Zarin. Weiter, ihr beide! Rein da, jetzt! Mist! Wir müssen in diesen Bunker hineinkommen, bevor Zarin die Röhre findet. Diese Tür kann man nicht mit brutaler Gewalt überwinden. Aber Zarin hat sie irgendwie geöffnet. Irgendwo in diesem Komplex muss es so etwas wie einen Sicherheitsschaltpunkt geben. Wir müssen einen Weg finden, ihn wieder zu aktivieren. Ja, und das werden wir natürlich, und zwar erst am nächsten Tag des Mass Effect-Wochenendes. Ein wunderbarer Punkt für einen kleinen Cliffhanger. Tut mir leid, aber es ist so. Wir sehen uns morgen wieder. Bis denn dann. Tschüss.